Ratten sind soziale Tiere. Das größte Teleskop der Welt zerstört Kultur. Und warum staunende Menschen hilfsbereiter sind, das sind nur drei der fünf Themen in den Klicksum Top 5 News. Jetzt. Bei dem Anblick einer Ratte erschrecken oder wenden sich viele Menschen ab. Die Ratte hat nicht gerade einen guten Stand in der Geschichte der Menschheit. Sie brachte oft Krankheiten mit sich. Doch Forscher sind jetzt auf ganz andere Seiten der Ratte gestoßen. Sie ist sozial und sehr freundlich gegenüber ihren Artgenossen eingestellt. Zwei Ratten zeigten den Forschern, wie sozial sie eingestellt sind. Die Forscher der Kwansei Gakuin University setzten die Ratten in zwei von drei kleinen abgetrennten Räumen. Im ersten Raum war ein kleines Wasserbecken, im zweiten Raum war nichts und im dritten Raum befand sich Schokolade. Die drei Räume waren durch zwei Türen verbunden. Die Ratte A wurde in den Raum mit dem Wasser gesetzt, die Ratte B kam in den leeren Raum. A verstand schnell, dass sich B in einer misslichen Lage befand und bemühte sich sofort, die Tür zu öffnen, um B zu sich zu holen. Bei der ganzen Rettungsaktion wurde die Schokolade im dritten Raum total ignoriert. Der Klimawandel hinterlässt auch hier in Deutschland seine Spuren, sehr viel stärkere Spuren als von vielen angenommen. Wie sich der Klimawandel auf unser Land auswirkt, geht aus den Monitoring-Berichten der Bundesregierung sehr gut hervor. In der Veröffentlichung der deutschen Bundesregierung heißt es, dass neben der immer weiter ansteigenden Hitze auch die nicht national angesiedelten Pflanzen und Tierarten der Natur und dem Menschen, denen werden Schwierigkeiten bereitet. Viele Krankheiten, die Tiere aus südlichen Ländern mitbringen, können hierzulande noch nicht wirklich routinemäßig behandelt werden und unsere regionalen Pflanzen werden oft von den neuen Arten zerstört. Von einer interministeriellen Gruppe wurden hunderte Zahlen und Daten, wie zum Beispiel die Zahl der Hitzetoten und so weiter, analysiert. Ziel der Analyse, den Behörden möglichst viele Informationen bereitzustellen, um schnelle und effektive Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, warum Zebras Streifen haben und zu was sie eigentlich dienen? Die Ökologin Brenda Larrison hat eine neue Antwort darauf gefunden: Temperaturregulierung. Bisherigen Forschungen zufolge dienen die Streifen der Insektenabwehr. Die lokal vorherrschende CC-Fliege stört diese Musterung so sehr, dass sie Abstand von den Tieren nehme. Das sieht Larrison von der University of California anders. Mit ihrem Team stellte sie die These der Insektenabwehr unter die Probe. Sie konnten jedoch keine Verbindung zwischen den Zebrastreifen und der darauf folgenden Reaktion der Insekten finden. Die Forscher analysierten daraufhin ihre eigenen Vermutungen. Zebrastreifen dienen zur Temperaturregulierung. Tatsächlich konnte das Team beobachten, dass Zebras in warmen Regionen andere, viel intensivere Streifen haben als die Tiere in kälteren Regionen. Der Luftstrom zwischen den Streifen habe eine kühlende Funktion. Naja, vielleicht gibt es ja mehrere Gründe für die Zebrastreifen. Das TMT wird das größte Teleskop der Welt, ganze 30 Meter lang. Es gibt jedoch Probleme. Der geplante Standort Mauna Kea. Mauna Kea ist ein ruhender Vulkan, der Weiße Berg, wie er von den hawaiianischen Ureinwohnern genannt wird, einer der wichtigsten kulturellen Begegnungsstätten der dort lebenden Menschen. Nicht TNT, der Sprengstoff, sondern TMT soll diesen Berg jetzt ruinieren. Das 30-Meter-Teleskop wird bis 2022 fertiggestellt, insofern alles gut läuft. Gebaut soll es eben genau auf diesem Gipfel des Mauna Kea. Und das ist der Grund der heftigen Proteste. Die einen sehen das Teleskop als ersten Schritt zu mehr Reichtum und Anerkennung des Landes. Die anderen halten alles für eine einzige Zerstörung der Kultur und der Umwelt. Der Berg gebe vielen Käfern und Vögeln Platz zum Wohnen und ist alten Erzählungen zufolge der erste Sohn von der Erdmutter Papahenaumoku. Inwieweit sich Kultur und Umwelt gegen Technologie und Fortschritt durchsetzen können, muss vermutlich demnächst ein Rechtsspruch entscheiden. Du lässt dich leicht beeindrucken und staunst gerne? Dann bist du, nach der Meinung von Psychologen aus Amerika, ein hilfsbereiter und sozialer Teil unserer Gesellschaft. Denn dann nimmt man sich aus dem Fokus und stellt andere in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieses Sich-Zurücknehmen fördert die sozialen Veranlagungen des Menschen. Auf dieses Resultat sind die Wissenschaftler der University of California in Irvine durch mehrere Versuche gekommen. Das Team um Paul Piff führte mit über 2000 Probanden ein Experiment aus. Jeder der Teilnehmer bekam im ersten Versuch 10 Lotterielose. Aufgaben
Aufgabe war, sie entweder für sich zu behalten oder lose davon zu verschenken. Die Probanden, die sich leichter beeindrucken lassen, verschenkten häufiger ihre Lose als die anderen. Im zweiten Versuch schauten die Probanden gemeinsam Filme. Wer häufiger über die Inhalte der Filme staunte, dem war es enorm wichtig, einen guten und freundschaftlichen Stand in der Gruppenkonstellation zu haben. Unsere Forschung weist darauf hin, dass es mehr Hilfe und mehr Rücksicht gäbe, wenn die Menschen öfter staunen würden, so Piff. Manchmal verfällt man vor lauter Begeisterung und Erstaunen in langes Schweigen. Menschen, die an dieser Krankheit Mutismus leiden, wiederum verfallen in ewiges Schweigen aufgrund ihrer Erkrankung. Näheres zu diesem wirklich spannenden Thema und kaum bekannten Thema erfahrt ihr in dem Video hier oben. Zur App und zum Blog, da kommt ihr hier unten. Und sagt mal, gehört ihr zu denen, die oft über Dinge staunen, und könnt ihr die vorhin genannte Theorie in irgendeiner Weise bestätigen? Diskutiert es mal in den Kommentaren. Und ich kann nur noch sagen, bis dann. Bleibt dran.